Herzlich willkommen, Freunde, zu einer Runde in Super Smash Bros. For Wii U. So, ich nehme die erste Runde wieder Zufall. Wahrscheinlich fahren wir denn? Nein. Ja, im letzten Part hat einer geschrieben, dass ich doch bitte mal gucken soll, dass ich vielleicht alles ein bisschen heller kriege. Jetzt habe ich da eine LED-Lampe, die jetzt direkt in mein Gesicht scheint. Die blendet ein wenig. Ich habe leider, muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch... Also ich habe kein indirektes Licht oder sowas, leider. Sonst wäre das vielleicht... Wow, prallen wir ab. Sonst wäre das vielleicht ein Ticken leichter für mich. Okay, ich habe keinen Sticksprung. Ich war eben gerade überlegen, mein Name stand die ganze Zeit nicht da, ob das... Ob ich da einen Sticksprung aus den Arm habe. So. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, Meta Knight ist auch einer meiner Favoritencharaktere. Einfach, weil... Kirby-Universum. Aber Kirby irgendwie... Habe ich das überhaupt nicht mehr genommen. So. Und ich merke echt, dass ich gegen manche Leute, die jetzt hier schon richtig intensiv spielen, wirklich kaum noch eine Chance nachts habe. Einfach weil die wahrscheinlich ja so viel Übung auch in dem Spiel haben. Ja! So viel Übungen ins Spiel haben, weil die einfach mehr Zeit wahrscheinlich haben jetzt über die Weihnachtszeit. Weil viele haben auch über Weihnachtszeit Urlaub und alles und können ja intensiver spielen. Boah, beinahe tot gewesen. Ja. Es wäre halt mal auch schön, wenn man... Oder... Was ist das denn? Okay. Wieso hat er sich jetzt selber umgebracht? Das wollte ich jetzt mal sehen, ob man... Achso, man kann nicht mehr schauen. Ich hätte halt gerne mal gewusst, wie stark meine Spieler sind, die ich hier so kriege. Also wisst ihr, was ich meine? Wie viele Spiele die schon gemacht haben? Ja, wie viel gewonnen, wie viel verloren? Das ist so eine Sache, die mich interessiert, weil ich würde halt gerne mal wissen. Vergleichbare Spieler. Es gibt ja... Welche, da merkt man echt, die haben ja, keine Ahnung, 15.000 Spiele schon gemacht. Und, klar ist denen ihre, ist das Erfahrung wesentlich höher. Das ist logisch. Aber trotzdem, mich würde es halt gerne mal interessieren. Oder das wäre halt mal schön, dass man sieht, oder sehen kann, wie stark die Spieler gegenüber einem sind. Also, es muss nur nicht mal heißen, es ist, ob Win- oder Lose-Statistik zu sehen ist, sondern einfach... Wie viele Spiele derjenige schon gemacht hat. Insgesamt. Mit dem Account, den er derzeit spielt. Also mit dem Spielernamen und halt insgesamt, was gespielt wurde. Dass man mal so einen Einblick hat. Weil es ist einfach, manchmal kann man, finde ich, man kann nicht immer den Vergleich ziehen, wenn einer, keine Sorge. Man kann einfach nicht, also ich finde, dass man so irgendwo noch einen Vergleich, dass man einen Vergleich ziehen kann dann. Von wegen, der Spieler hat jetzt eine Spielerfahrung von 5.000 Spielen. Oder sonst was. Das wäre halt schön mal zu haben. Eigentlich hätte ich auch gedacht, hier kommt ein Ranked rein. So wie ich das verstanden habe zumindest. Hoppala. Oh ja, Super Armor for the Win. Hast du was? Was? Na, komm her. Und tschüss. Well. Shit. Oh, der hätte mich jetzt gerade so wegsmashen können. Ich hab mein... Ah, cool, ich hab da eine Super-Armor. Das wollte schon die ganze Zeit... Und das war sein Tod. Weil er über die Kante gerutscht ist. Die Side-B von Zelda ist danach ein... Ja... Ein never-ending Story, so ungefähr. Also, von den Mains her schwanke ich momentan zwischen Dark Pit, bin ich ganz ehrlich, Fox. Also zwischen den zwei, oder? Oder habe ich noch irgendeinen, den ich noch intensiver spiele? Kirby ist ja momentan mehr beiseite. Der wird dann wahrscheinlich, den werde ich wahrscheinlich als Dritt-Main mir irgendwann aneignen.
Aber ich bin echt so, dass ich Dark Pit sehr, sehr bevorzuge. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich finde es cool mit Forks zu spielen, aber ich weiß nicht, man soll sich auf ihn echt so auf Luftkämpfe und sowas fixieren und ja, oje, Palutena gegen Forks. Das Match habe ich vorhin gehabt in der Warmmachrunde. Es gibt ja diese sicheren Kombos, oder ja, es ist mit Forks und sonst was, die immer sicher sein sollten. Wie ach verdammt, jetzt habe ich meine Kombo hingekriegt und versiebt das Jab Jab Grab, also AA und dann Grab. Ja, wie zum Beispiel das Randaschen und das hier als Kombo. Ah, schade. Wenn das trifft, das ist so übel. So. Und tschüss. Ja. Wow. Jab, jab, grab. Ach, Mann. Na, komm hoch. Ah, da gehe ich hin und versieb. Da, ja, es ist... die Aktion zum Grabben. Weil das hier zum Beispiel, da befreien sich so viele so schnell raus jetzt, also die höheres Gameplay-Erfahrung haben. Ich weiß auch nicht. Und dann krieg ich Kombos ab. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt nicht so viel Erfahrung habe gegen viele Spieler. Weil ich einfach wirklich nicht so arg viel, bis auf meine LPs hier, noch nicht wirklich online gespielt habe. Ach, shit. Ach, ich versuche euch. Versuche, wenn das immerhin kommt, diese Situation, dass der Gegner so über mir ist, und ich ihn noch nicht finishen kann, versuche ich hier eine Combo hinzulegen. Nee. Was? Ach, das war super von mir. Nein! Oh, da hatte ich die Situation gerade und das hat nicht funktioniert. Ah, Mann. Jo, mach mal deinen Counter. Das war's. Ich wollte eigentlich im Cut abspringen, ohne den zweiten Sprung zu benutzen, aber da habe ich es doch dann versiegt. So. Und dann ist gegen 1. Was kann Forks eigentlich noch für Farben? Hm. Da wird mir entweder wirklich hier noch das Minzgrün oder das Gelbe gefallen. Am meisten fällt mir aber das halt. Ach, Mann. Diese kurze Zeit da an dem Ding ist wirklich nicht. Reicht nicht meistens. Oh, ein Little Mac! Und. Oh, Mist. Na komm. Das will ich schon, wenn dann richtig machen. Komm. Wow. Auch wenn es vielleicht. Au! Warum smash ich? Zu früh losgerannt. Jetzt habe ich den Kampf sogar verkackt, weil ich ihn in den Leben gegeben habe. Ach Mann. Bin ich zu früh losgelaufen. Ich wollte richtig schön einen Angriff setzen, aber naja, gut. Nee, ich will eine Revanche nochmal mit Fox. Und dann spiele ich noch einmal mit Pit. Und dann bin ich, denke ich mal, zufriedengestellt. Hm. So.
Was? Ich war eigentlich in dem bei hinter dem. Habe ich mein Feingefühl verloren heute? Boah, hält der Counter lang. Nein, das ist echt nix. Boah. Ja. Ich muss echt das machen, was effektiv ist gegen den. Ja. Tut mir leid, aber dann mache ich doch lieber das. Nein. So. Und das war's. Ja, dann bleibe ich doch lieber bei dem, was wirklich sich bewährt, anstatt offensiv auf der Map gegen ihn zu kämpfen. Oder auf der Stage. Weil das hat einfach keinen Sinn. Mir ist einfach Little Mac im direkten Zweikampf am Boden. Bin ich einfach Little Mac unterlegen. Das schaffe ich definitiv nicht. So, zack, zack. Aber mit Dark Pit habe ich bisher noch keine Kombos geübt. Mit Fox habe ich schon ein paar Kombos geübt. Vielleicht sollte ich mir mal Zeit nehmen und ein kleines Kombo-Video machen. Oder zumindest das, was andere mir so, oder was ich zusammengesucht habe. So. Und Flug. Aua. Flieg. Abwehren. Boom! Electroshock. Nope. Pumps. Das schafft er nicht mehr. So. Ja. Flop. Hoppala. Keine Chance. Wow. Und wieder Flug. Das war's. Okay, meine Freunde. Das war ein Kampf gegen Little Mac. So wie man ihn. Warte mal. Top. Dann machen wir noch GG Sia. Und das war ein Kampf gegen Little Mac. Einmal, wie man ihn machen sollte, und einmal wahrscheinlich, wie man ihn nicht machen sollte. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.